Hallo und herzlich willkommen. Und ja, das sind die Geräusche eines Atari 2600. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Nachbar, der euch quälen will. Das ist der Venom, der euch quälen will. Deswegen abonnieren, kommentieren, bewerten, sonst mache ich das weiter. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1970 und das ist Kampf um die Schatzinsel. Alias Treasure Discovery, alias Treasure Island. Und ja, das waren alle. Ja? Ja. Okay, dann kann ich mich ja jetzt total konzentrieren auf dieses Meisterwerk. Total. Stimmt, du musst jetzt mit deinem Segelboot segeln, damit du dann die Insel erreichst. Genau. Das ist der ganze Plan. Genau, muss dann auf Wale und auf Schnecken schießen und das Blaue da ist wahrscheinlich ein Hai. So, gehe ich von aus. Ich kann ihm ja auch mal Hai sagen. Ja. Ja, genau. Also ihr seht, das ist ein Knaller. Total. Das ist wieder so eins von den Spielen, wo man sich denkt, warum? Ja. Und ich stelle mir auch die Frage, warum schießt du nicht waagrecht? Warum schießt du so schräg? Wäre waagrecht nicht einfacher? Weil manchmal irgendwie das so läuft, wie dieses Spiel das möchte und nicht wie ich das möchte. Jetzt kann ich aber. Jetzt hätte ich fast den Level abschließen können. Aber nein, du musst es ja unbedingt noch ein Schiff anrammen. Aber das schaffen wir. Wir haben so viel Freileben da unten. Und wir spielen das komplett durch. Und das nicht zum ersten Mal. Das haben wir schon mal gemacht. Ich hab das schon mal gesehen. Ich verdränge sowas. Ich erinnere mich leider an sowas. Das ist der Vorteil, wenn man lange Beziehungen sind. Man lernt verdrängen. Nichtwissen rettet auch manchmal Beziehungen. Wissen es macht, nichts wissen macht nichts. Boah, das ist so scheiße, ey. Das ist so scheiße und du bist so froh. Was, wieso steuert er jetzt? Ach, das ist. Ach, wegen den komischen Propeller da wirst du davon angezogen. Boah, ist das schlecht. Aber Hauptsache, du erreichst jetzt die Insel. Ja. So, siehst du, geht doch. Durchgespielt. Durchgespielt, danke, das war's. Tschüss. Boah, ist das scheiße. Vor allem habe ich so das Gefühl, weißt du das noch, ob theoretisch auch diese Schiffe wirklich weniger werden? Das habe ich verdrängt. Achso, da unten? Ich glaube ja. Meinst du, ich bin einfach zu gut, ja? Du bist einfach zu geil für diese Welt. Wenn man uns sonst wäre, zock doch sowas. Also ich würde sagen, ein total geisteskranker spielt das noch. Siehst du, ich kriege immer sofort ein Freileben. Ja. Gut, das war auch so damals so ein bisschen diese Gegenaktion gegen zu schwere Spiele, ne? Oder das ist einfach eine Atari-Version von den Irrfahrten des Odysseus. Oder ist einfach nur schlecht programmiert? Nee, ich denke, das ist Kunst. Kunst ist was anderes. Das ist sicherlich sehr inspiriert von Warhol und gleichzeitig, das ist sozusagen die das Prinzip Sisyphus auf der Nautilus. Sozusagen 20.000 Meilen unter dem Meer trifft Plato. Das also ist eine... Jules Verne trifft Plato. Ja. Das ist schon wieder so, und jetzt kommt wieder mit Absicht ein schlechter Spruch. Das ist bestimmt wieder so eine Syphilis-Arbeit. Du hast gesehen, ein Treffer und ich habe sofort 40 neue Schiffe. Das was ist das hier, Pirates? Ich muss jetzt mal blöd fragen. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, A, B, A, B? Schießen mit entweder hinten oder vorne. Nur Schuss passiert gar nichts. Ja, und sonst hoch runter lenken ist klar. Wieso habe ich jetzt keine Punkte gekriegt für die Insel? Wahrscheinlich hast du die Insel nicht erreicht.
Ein Meter vor der Küste ist der Sprit ausgegangen. Nee, ist klar. Mhm. Nee, ist klar. Und dann ist die ganze Insel weg. Natürlich. Lukas, eine Insel und weg ist sie. Eine Insel mit zwei Bergen. Ja. Jetzt weißt du, warum sie weg ist. Aus einer Postkarte von einem früheren Schulkollegen an die Schulklasse. Ja, wir sind gerade am Strand und betrachten Le Colline. Okay. Siehst du schon wieder, ist die Insel weg. Ja, vielleicht hast du die Insel einfach abgeschossen. Du hast auf die... Ich weiß, du hast auf die Insel geschossen, die ist untergegangen. Atlantis! Du hast Atlantis entdeckt. Meinst du, ich fahre ja durch Kreta? Gut, Kreta wird ja aus einem anderen Grund untergehen. So. Das liegt an der noch nicht vorhandenen Drachme. Jetzt habe ich 10.000 Punkte. Und 17 Milliarden Leben. Weißt du, was wir tun sollten? Das Ganze beenden? Ja. Finde ich auch. Also, ihr könnt gerne eine Highscore-Challenge machen. Ich werde nicht drauf antworten. Das waren 6 Minuten 20. Nee. Das muss man nicht die nächsten 15 Minuten machen. Nein, garantiert nicht. Wirklich. Ja. Kommen wir zu einem meiner Favoriten. Immer. Ja. Machen wir weiter. Tschüss. Jo. Bis dann. Ciao.